Ja, herzlich willkommen, ein freundliches Hallo zu meinem neuen Projekt Let's Play Gothic 3. Wie man unschwer erkennen kann, sind auch schon mitten in den Metzel. Mehr Wasser. So, bevor ich jetzt weiter was zum Game sage und über den Spielverlauf, werde ich mich erstmal um die Orks kümmern. Dann schauen wir mal weiter. So macht man das. Ja, das ist doch etwas. Jetzt da. Ja, Mann. Ein Pferdenleser. Mir ist klar. So. So. Und der nächste, please. Vorwärts. Für Metano und den König. Für König Ruba. Ach doch. Komm, Chakalaka. Von wegen die Morras kämpfen ohne Ehre. Die hackschnetzenden Orks kämpfen ohne Ehre. So will ich das sehen. Ja, Mann. So, ich denke mal, das dürfte auch ziemlich gewesen sein. Da vorne ist noch geschnitzen. Gorn. So, das sieht schon sehr gut aus. Ah, ja. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, würde ich sagen, Mission erfüllt, ne? So, damit haben wir Adea befreit, das ist die Anfangsstadt in Gothic 3. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt Glück sei, dass uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Klar. Du musst nach Redok gehen. Na klar, ich muss die Welt rennen und nach Redok gehen. Ich muss da rein. Die Orks suchen immer nach neuen Sklaven. Adea war bis vor kurzem noch frei. Frei von Orks. Okay, da haben wir unsere Stimme, glaube ich. Dank des neuen Christmas. Die Orks kamen einfach her und haben Patches. Das Kommando übernommen. Danach begann die Selektion. Arbeitsfähige Bauern, Schmiede, Alchemisten und einfache Bewohner wollten sie mitnehmen. Wohin bringen sie die Sklaven? Meistens zu alten Tempeln, Ruinen oder zu den Minen. Eigentlich immer dorthin, wo man mit einer Schaufel, Spitzhacke oder Hammer das freilegen kann. Suchen die Orks etwas? Wer weiß, vielleicht nach vergrabenen Schätzen? Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber in Redok wirst du vielleicht die ein oder andere Antwort erhalten. Redok. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Nö. Xardas ist der Anführer der Orks. Klar. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Okay. Was ist denn, Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Nö, mach ich auch nicht. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mit in der Scheiße.
Was ist das für eine Rolle da? Welche? Ach, die. Die habe ich dem Anführer der Orks abgenommen. Bragas hat kurz nicht aufgepasst. What? Sie muss wohl beim Kampf hochgerutscht sein. Du hast ihn bestohlen? Er hat mehrmals in die Rolle geschaut und seine Stirn gerunzelt. Dann schaut er durch die Reihen der Sklaven. Es schien so, als ob er jemanden suchen würde. Normalerweise tue ich so etwas nicht. Natürlich nicht. Aber dann hatte ich zugegriffen. Er hat sie hier auf den Tisch gelegt. Als der Kampf begann, habe ich sie eingesteckt. Kann ich die Schriftrolle mal sehen? Jetzt will ich sie erstmal lesen. Ach du Scheiße! Ha, was ist los? Nein. Wir müssen wohl überall Orks herumlaufen. Xardas persönlich hat angeordnet, dass das Ostufer erobert werden soll. Zeig her. Hier, nimm sie. Will mich verarschen oder was? Hoffentlich kommen nicht noch mehr Orks. Hammer. Dann werden sie uns alle töten. Ja klar, alles die werden euch alle dissen. Das glaubst du doch selber nicht. Bösen Orks. So, nochmals zurück mit einer kleinen Begrüßung. Also, das hier ist mein neuer Kanal, Elben-Shooter, und zwar, das ist mein zweiter Kanal. Mein erster Kanal ist Manu9972. Ich werde jetzt auf diesem Kanal hier erstmal hauptsächlich Gothic 3 hochladen und GTA 4 habe ich da am Laufen. Und ja, das ist erstmal das, was man wissen sollte, kann, muss, was auch immer. Whatever. Und ja, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, Gothic 3 komplett einmal durchzuspielen und es komplett zu Let's Playen. Und ja, das Ganze fängt wie immer an hier in Ardea. Von dort an können die Wege dann sehr unterschiedlich laufen im Game. Aber ich habe da eigentlich schon meinen festen Weg vor Augen, den ich ablaufen möchte. So. Aber ich finde, wir sind schon gut reingekommen in den ersten Part. Das ist halt immer ein bisschen hektisch, wenn man Gothic 3 anfängt. Wird direkt rumgeschrien jetzt. Und dementsprechend alles ein bisschen schlecht. Dann während dem Gemetzel auch schon wieder was dann zum Game zu erzählen und so. Pipapo. Ich denke mal, die meisten von euch kennen es eh, aber nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem Let's Playen. Ja, um einfach, just for fun, einfach das Spiel aus meiner Sicht mal durchzuspielen und ja, weil ich Gothic einfach gut finde. Und zwar die ersten drei Teile. Zu erkennen, ja, denke ich mal, muss man kein Wort mehr verlieren. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Da muss ich jetzt nichts zu sagen. Oh, ich will doch jetzt nicht bei Enos. Nein. Ich wollte doch nur hier schnell die paar Sachen aufheben. Genau. Wo wollte ich doch gar nicht. So. Weiß ich gar nicht, was kannst du hier nehmen. Lol. So, hier gibt es eine Kelle, hier gibt es zweimal Schenken. Dann gibt es hier eine Schatulle, ein bisschen Wein, zwei Brote und noch ein Wein. Ja, da steht noch ein Fertighoni oder so ein Mist, aber das nehme ich nicht mit. Noch kein Mensch im Game. Ja, das ist aber schön, dass die Orks später jetzt sogar schon hier auf den Dächern nächtigen und keine Ahnung, so kein Hotelbett mehr frei werden, ne? Finde ich süß. Achso, ich würde mir schon manchmal so einen kleinen süßen Ork für zu Hause wünschen, fürs Regal. Aber naja, man kann nicht alles haben im Leben. So. Ich bin gar nicht mehr hier. Als schon die Bude. Was hier noch gibt. Ja, hier gibt es noch eine Truhe. Fläschchen anzunehmen und deswegen, ich werde jetzt gucken, dass ich überall mal schnell Leinhusche, denn wenn man das nächste Mal nach Aldea zurückkehrt,
Ding wieder bewohnt. Und würde es nicht viel Sinn machen, dann in die Häuser rumzurennen und damit anfangen rumzuklauen. Und daher mache ich das jetzt. Ja, dann ist es. So, das Mittelsteg, da sind wir rausgekommen. So, ja, festgelaufen. Natürlich jetzt am Anfang ein bisschen Arbeit, die ganzen Waffen und das ganze Zeugs aufzuheben. Und, aber das macht nun mal einen Teil von Gothic aus, dass man die Feinde plündert, wenn sie getötet hat. Beziehungsweise auch, weil man Hütten mal reinschnuppert. Das ist halt Gothic, das gehört dazu. Und das ist auch gut so. So, nimm alles. Kauf hier, nimm alles, oder wie? Ein Kundschafter der Orks, ja. Ach, diese Waffen kann man immer alles so schön verkaufen, ey. Ich mag das. So, da liegt noch ein Kloschbach. Oh, das ist ein Hero. Eine Truhe zum Lindern. Obwohl ich mich da gar nicht mehr so daran erinnern kann. Aber naja. So, noch ein Kloschbach. So, und schon sind wir hier vorne beim Dorfältesten. Aber bevor ich im zweiten Part mich hier zu Gorn, Milden und Diego aufmachen, den zu labern, werde ich hier einen Cut hinlegen und ich denke mal, das war schon mal ein guter Start in das Projekt Gothic 3. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Tschüss, tschüss.